Moristo LP 1. Langnoppe made in Germany. Knapp 36 Euro werden für das Gummi made in Germany fällig. Die ausschließlich als schwammlose Version erhältliche Langnoppe Moristo LP 1 von Itaku steht ordentlich unter Vorspannung. Von Haus aus ist beim Moristo LP eine Klebefolie vormontiert. Die Noppen sind griffig und relativ elastisch. Im Dotztest präsentiert sich das Teil durchaus katapultig und lebendig, dabei gleichzeitig relativ schnittunempfindlich. Am Tisch fällt dieser Katapulteffekt von Beginn an auf, was dafür sorgt, dass anfangs viele Bälle hoch und lang über den Tisch hinausgleiten. Hier verlangt der Moristo LP 1 wirklich ein lockeres Handgelenk und eine eher kurz ausfallende Bewegung nach vorne. Wir können vorwegnehmen, dass dieser Belag durch das Eigenleben nicht wirklich einfach zu beherrschen ist und dadurch eher für fortgeschrittene Materialspieler gedacht sein dürfte. Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei wohl in Schlägen mit senkrechtem Blatt wie Konter, lockerer Block und leichter Schuss. Offensiv kann man mit dieser Langnoppe auch agieren und dabei durchaus flache und vor allem sehr winklige Bälle produzieren. Das Trefferfenster ist dabei aber relativ klein, womit die technischen Anforderungen an dieses Gummi nochmals steigen dürften. Aus der langen Abwehr heraus ist der Moristo LP 1 eher als Bringerbelag einsetzbar und überrascht dort nur teilweise mit einer hohen Schnittentwicklung. Eine Stärke des LP 1 ist ganz klar der aktive Hackblock, der mit einer kurzen Handbewegung gespielt werden muss. Dabei wird ein wirklich gutes Niveau an Unterschnitt generiert, was beim Gegner für viele Fehler sorgt.
Mit dem Moristo LP1 erhaltet ihr eine anspruchsvoll zu spielende, schwammlose Langnoppe, die vor allem durch ihren katapultigen Vortrieb auffällt und damit unserer Meinung nach für tischnahe Störspieler, die mit relativ kurzen Arm- bzw. Handbewegungen agieren, gedacht sein sollte.